für die AfD. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mit dem heutigen Antrag möchte die FDP bis zu 4 anlassunabhängige verkaufsoffene Sonntage, und zwar noch in diesem Jahr, in 2020, auf die Schnelle durchpeitschen. Das überrascht nicht, auch in den vergangenen Monaten haben ja Vertreter der FDP immer wieder versucht, regelmäßig die christlich geprägte Sonntagsruhe aufzuweichen und die Ladenöffnungszeiten immer weiter auszudehnen. Aber, liebe Kollegen von der FDP, Ihr heutiger Antrag ist nicht nur besonders dürftig ausformuliert, er ist auch noch in technischer und ich sage mal in rechtlicher Hinsicht eine einzige Katastrophe. Er verstößt schon gegen Artikel 140 Grundgesetz, durch den eben die Sonn- und Feiertage einen besonderen Schutz genießen, und zudem verstößt er gegen das derzeit in Bayern eben auch geltende Ladenschlussgesetz und ist insofern eben nicht haltbar. Herr Kollege Hagen, wie stellen Sie sich das jetzt wirklich in der Realität vor? Wir haben jetzt noch 12 Wochen in diesem Jahr und Sie bitten, dass die Staatsregierung bis dahin das alles umsetzen soll. Da sollen also die geltenden Regeln geändert werden. Dazu wären umfangreiche Gesetzesänderungen erforderlich in den nächsten 12 Wochen. Und danach sollen die Kommunen noch entsprechend planen und entscheiden. Und wir hätten dann ein Gesetz, das bis Ende 2020 gilt. Das ist völlig unausgegoren, was Sie hier vorhaben. Und ich habe auch in meiner Zwischenbemerkung schon erwähnt, dass nach dem Bundesladenschutzgesetz derzeit nach geltender Rechtslage die Sonn- und Feiertage im Dezember besonders geschützt sind und ohnehin nicht freigegeben werden dürften. Und das können wir auch durch egal welche Gesetzesänderung nicht verändern, nicht verbessern. Das wollen wir auch gar nicht, wenn alles andere wäre verfassungswidrig. Liebe Kollegen von der FDP, bei Ihrem Antrag passt vorne und hinten nichts. Er ist weder rechtlich noch in zeitlicher Hinsicht umsetzbar. Ich würde gerne noch ein paar Vorschläge einbringen, wie man das lösen könnte. Mir fehlt leider die Zeit, aber ich will eins erwähnen. Statt die Arbeitszeiten zulasten der Familienbetriebe oder der Angestellten immer weiter auszuweiten, sollte man stationäre Einzelhändler zum Beispiel über kommunale Vergünstigungen oder zum Beispiel bei der Digitalisierung fördern. Wir lehnen diesen Antrag ganz klar ab und den von der SPD auch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Singer.